Nach unserem Zusatzturnier gegen Random Trainer im Score City Stadion geht es nach dem kleinen Teaser des Spiels nun hier beim geheimen Schrein des Schlummerwaldes offiziell los mit der Afterstory von Pokémon Schwert. Hä, Dummy? Was machst denn du hier im Wald? Das wollte ich dich gerade auch fragen? Niemand traut sich in den Wald, in dem Sakian und Samasenta geschlummert haben. Deswegen ist es hier auch so ruhig. Ein idealer Ort zum Nachdenken. Wie? Was sagst du, Domi? Du hattest das Gefühl, von irgendetwas hierher gerufen worden zu sein? Sehr seltsam. Oh, da fällt mir ein, ich hab dir ja noch gar nicht zu deinem großen Sieg gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Domi. Versteh das bitte nicht falsch, aber ich hätte echt nicht gedacht, dass mein lieber Nachbar meinem Bruder den Titel abnehmen würde. Er ist schließlich der allerbeste Trainer Galas. Der unschlagbare Champ. Tja. Das war einmal. Wenn ich ehrlich bin, kann ich es immer noch nicht ganz glauben. Du bist wirklich ein einzigartiger Trainer, Domi. So einzigartig, dass ich es nur schwer fassen kann. Sag mal, Domi, würdest du doch mal gegen mich kämpfen? Was? Warum? Weil ich gerne am eigenen Leib spüren will, mit welcher Power du den Champ übertrumpft hast. Sag mir sofort Bescheid, wenn du soweit bist. Ach komm, ey, ernsthaft? Wie oft kämpft man denn bitte gegen den? Das ist echt der Wahnsinn. Das hat in den letzten Pokémon-Generationen echt immer mehr zugenommen. Naja, ich hoffe, dass er nichts dazugelernt hat und immer noch mit Zwolok beginnt. Dann haben wir einen guten Start. Los geht's! Aber ernsthaft, Leute? Am Anfang habe ich das noch ein bisschen gefeiert, dass man so häufig gegen seine Rivalen antritt, aber mittlerweile ist selbst mir das zu extrem. Und ich sehe, er hat in der Tat nichts gelernt. Ja, und jetzt ganz panisch den Watteschild aufstellen. Na, mal gucken, ob das was bringt. Bam! Nein, 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 nein. Critical Hit umgeht deinen Boost und besiegt dein Ziegelchen. Schaf wollte ich jetzt fast sagen, aber es ist ja schon eine Ziege. Ach, Leute, 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 Leute. Am Anfang war es echt noch was Besonderes, als man gegen seinen Rivalen angetreten ist, ne? Mittlerweile denke ich mir halt einfach nur, wenn er kämpfen will. Ach ja, der süße Butschi mal wieder. Willst du einen Lolli oder willst du einen Bonbon? Ernsthaft? Kann das nur bedingt ernst nehmen. Aber man muss sagen, er hat leveltechnisch aufgeholt. Ne? Kann das schon einigermaßen mithalten jetzt. Das können wir ihm zumindest nicht vorwerfen. Gilt auch fürs ganze Spiel. Also es gab jetzt eigentlich keinen Zeitpunkt, oha, wo der irgendwie krass underlevelt war oder so. Uiuiui. Sturzflug hat schon viel Damage gemacht, allerdings weniger als gedacht. Von daher bin ich zufrieden mit dem Ergebnis und du wirst jetzt geschmolzen. Tut mir leid. Ich glaube, früher war da auch einfach nochmal ein bisschen mehr Feuer mit drin, als du gegen Blau oder gegen diesen bösen Buben aus der zweiten Generation angetreten bist. Ja, aber das waren halt Ärsche. Sagen wir es, wie es ist. Dann in der dritten Generation hattest du erstmals keinen bösen Gegenspieler, sondern deinen Nachbarn, Maike oder wie hieß der andere Dude? Brix, glaube ich, ne? Genau, Brix. Oh, Relaxo steht noch! Das ist verwunderlich, aber ich glaube, wir haben auch nicht gecrittet, ne? Weil sonst wäre es safe besiegt worden. Wie die Male zuvor auch. Oh, und er möchte es noch nicht verlieren. Verstehe ich gut. Aber durch den Hammerarm, was eine coole Animation war, by the way, ist so eine Initiative gesunken. Oh, und wir critten schon wieder nicht? Willst du mich verarschen, Miss Lauchslot? Geht's dir gut? Brauchst du Kamillentee? Also wenn du krank wirst, dann kann ich schnell losgehen und dir einen machen. Dreimal hintereinander kein Crit? Hatten wir das jemals? Seit Miss Lauchslot die Lauchstange trägt?
Wie gesagt, wenn du dich nicht gut fühlst, habe ich vollstes Verständnis dafür, wenn du dir eine Pause gönnst. Ich mach dir nach dem Part auf jeden Fall einen Kamillentee. Zieh dich jetzt erstmal zurück. Weil das scheint mir nicht normal zu sein. Arme Miss Lauchzelot. Wo war ich? Ach genau, erstmals in der dritten Generation gab es keinen bösen Rivalen. Und seitdem ist das eigentlich auch immer so geblieben, ne? Es waren nur am Anfang Bösewichter. Dann hat sich das geändert. Und auch in der vierten Generation hatte man seinen Nachbarn als Gegner und der war zum ersten Mal so richtig nervig. Barry hieß der, glaube ich. Jetzt lasst uns aber erstmal dieses Urgel beseitigen, bevor es uns mit dem Fisch abschießt. Gefriertrockner sehr... Ach, er macht das trotzdem? Auch nach seinem Tod? Oh, wie geil ist das denn? Das wusste ich doch gar nicht. Oha. Also ist das quasi auch so eine kleine, naja, nicht Lebensversicherung, aber eine Versicherung dafür, dass man dem Gegner auf jeden Fall noch eins reindrücken kann, selbst wenn man in der Runde danach sofort gekillt wird. Ach, geil. Ja, okay, das ist tatsächlich was Besonderes. Feier ich. Und wieder was gelernt. Aber leider hatte er kein einziges Mal im LP einen Pikachu im Maul, oder? Zumindest erinnere ich mich nicht daran. Es glaubt mir keiner, dass das sein kann. Aber doch, ich schwör's euch. Ich schwör's euch! Vielleicht unterscheidet sich das sogar von Edition zu Edition. Aber ich denke eher nicht. Nee, ich denke eher nicht. Weil ich hab's halt bisher nur bei meiner Freundin gesehen. Die spielt Pokémon Schild. Aber ich denke nicht. Wir haben einfach nur Pech, was das angeht. So, und du, Gortrom? Hast wohl keinen Bock auf Dynamax? Warum auch immer? Dann gehst du halt so. Kurzer Prozess mit Sturzflug. Rückstoßschaden mächtig. Wir haben auch keine Überreste mehr. Hat er mir abgeschlagen. Ja, aber ich werde jetzt gegen das Britzigel, was sein letztes Pokémon ist, eh nicht mehr mit Karo weitermachen. Sondern... Lass mal das mal Brivi machen, oder? So, auf ganz entspannt. Nochmal zum Rivalenthema. Also der aus der vierten Gen war zum ersten Mal so richtig nervig. Das ist so der Ur-Tali. Und der Ur-Hop. Ja, ist er so. In der fünften Generation war es doch... Oh, ich weiß gar nicht, diese Dame, ne? War, glaube ich, auch eine Gehilfin der Professorin. Aber war es immer dieses Mädel mit den blonden Haaren und dem Hut? Egal, welche Edition man gespielt hat? Weiß gar nicht. Aber ich glaube schon, doch. So, kriegst du das noch hin hier, Privi, oder? Brauchen wir einen Wechsel. Okay. Critical Hit. Der hat tatsächlich sehr gemeddert. Gott sei Dank, Alter. Weil jetzt durch die Vergiftung hätte ich wahrscheinlich gewechselt. Das wäre mir zu brisant gewesen. Jo, und sechste Generation hatten wir unsere Freunde als Rivalen. Da waren es auch zum ersten Mal mehrere. Wenn ich mich nicht täusche. Oh, er ärgert sich. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir so weit voraus bist. Ich bin Champ der Liga. Ich weiß nicht, warum ich mir jemals Chancen gegen dich ausgemalt habe. Ja, das frage ich mich ehrlich gesagt auch. Immerhin hast du Dilin, den Unschlagbaren, besiegt. Sagt mal, müsst ihr zwei Kids so laut sein? Sorry, kleiner Spaß. Oh, Sania. Herzlichen Glückwunsch zu deinem großen Sieg, Domi. Jetzt bist du der Champ. So sieht's aus. Bald habe ich Geld und Fame. Na, wird das was mit uns? Ja. Sieh mal einer an. Du hast auch eine gesunde Portion an Selbstbewusstsein hinzugewonnen. Ey, was machst du eigentlich hier? Erledigst du was für Professor Magnolika? Um ehrlich zu sein, arbeite ich nicht mehr als Assistentin für meine Großmutter. Ich bin jetzt nämlich selbst Professorin. Moment, war das nicht vorher schon klar? Also zumindest war es für mich schon klar.
bin euch beiden übrigens sehr dankbar. Nur durch unser gemeinsames Abenteuer ist mir bewusst geworden, dass ich mich intensiver mit der Geschichte Galas befassen will. Außerdem habe ich Pokémon noch viel, viel lieber gewonnen als zuvor. Ich habe auch ein Buch geschrieben. Hier, sogar mit Autogramm. Eine echte Rarität. Oha. Krass. Ist sie also der nächste Spiegel-Bestseller-Autor, ja? Sanias Buch. Dieses Buch wurde von Professor Sania herausgebracht. Es ist eine unterhaltsam geschriebene Abhandlung über neue Erkenntnisse zu Legenden der Gala-Region. So. Ey, ich hab schon eine Ausgabe. Ich hab mir meine gleich gekauft, als das Buch rauskam. Echt? Danke für den Support. Ich kann es dir nachher gerne signieren. Meine Großmutter sieht mich jetzt in einem ganz anderen Licht. Nicht zuletzt wegen des Buchs. Aber das ist erst der Anfang von Professor Sanias Karriere. Das verspreche ich euch, Kids. Professor Sania? Hat die keinen Nachnamen? Müsste doch eigentlich auch Magnolika heißen, oder? Na egal. Das glaube ich dir aufs Wort, Sania. Du und Dom, ihr seid echt fantastisch. Ich habe großen Respekt vor euch. Ach, übrigens, was macht ihr hier eigentlich? Na, verstehe schon. Ihr seid bestimmt hier, um das rostige Schwert und den rostigen Schild zurückzubringen, oder? Ihr hattet ja sicher nicht vor, sie einfach zu behalten. Wo denkst du hin? Das würden wir doch niemals tun. Ihr habt's komplett vergessen, ich fass es nicht. Aber mal ehrlich, ich glaube nicht, dass das im Sinne von Sakyan und Samasenta wäre. Hey, Domi, meintest du nicht, du hättest das Gefühl, dass dich irgendwas hierher ruft? Vielleicht hat das ja was damit zu tun. Los, geben wir das Schwert und den Schild zurück, um uns für die Rettung zu bedanken. Ich wette, dann sehen wir Sakyan und Samasenta irgendwann wieder. Aber triggern wir die nicht dadurch? Gut, letzten Endes ist es das, was ich will. Das Legifang. Wird ja auch Zeit. Sakyan, Samasenta, vielen Dank für eure Hilfe. Wir sind ein bisschen spät dran, aber wir bringen euch eure Schätze wieder. Top animiert, man kennt ihn. Hopp und du, gib das rostige Schwert und den rostigen Schild zurück. Sieht auch jetzt viel cooler aus. Also zum ersten Mal hierher gekommen sind, lagen die Dinger ja einfach nur rum. Und jetzt ist das Schwert im Sockel. Und der Schild am Grabstein. Wir haben also aufgeräumt. Sehr gut. Das wäre erledigt. Lass uns nach Hause gehen, Dummy. Was hast denn du jetzt vor, Sania? Ich bleib noch etwas im Wald, um ein paar Nachforschungen anzustellen. Huch, der Energiequellendetektor schlägt aus. Oha, oha. Wir haben uns schon gefragt, wer hier diesen Lärm veranstaltet. Wer seid ihr jetzt? Und was sind das für Friesen, Alter? Oha, oha. Sind Sie etwa Professor Sania, die Autorin von Die Geschichte Galas? Ja, das bin ich. Heißt das, Sie haben mein Buch gelesen? Gewiss doch. Wir haben keine Seite, keinen Buchstaben ausgelassen. Wir haben es nicht nur gelesen, sondern auch gleich eine angemessene Bewertung im Internet hinterlassen. Ich zitiere: Ein widerliches Buch voller Lügen. Leider nicht mehr wert als einen Stern. Wie bitte? Ihr habt mir einen Stern auf Amazon gegeben? In meinem Buch stehen ganz sicher keine Lügen. Ey, sag mal, geht's noch? Das ist super unhöflich. Schlimmer als ein Dislike. Ich bin Schwertold. Und ich bin Schildrig. In unseren Adern fließt blaues Blut, denn wir sind die einzig wahren königlichen Erben Galas. Und nicht nur das, wir sind obendrein auch noch unheimlich berühmt. Also ich kenne euch nicht. Wetten, ich habe mehr Abonnenten? Und Digga, also diese Friesen. Gut, das soll natürlich an ein Schwert und an ein Schild angelehnt sein, aber WTF. Zumindest im Falle des Schwertdudes sieht es einfach nur total dämlich aus. Wache Erben? Blaues Blut? Was faselt ihr da? Was stimmt denn mit denen nicht? Das wüsste ich auch gern. Wow. Sind das etwa das Schwert und der Schild, von dem wir so viel gehört haben? Wow. Sind die wirklich echt? Die sehen ja unfassbar schäbig aus. Ich bin nicht gerade erpicht darauf, sie mit bloßen Händen anzufassen. Schwerthold ergreift das rostige Schwert.
Schildrich ergreift den rostigen Schild und das ohne Handschuh. Ey, Finger weg! Wir haben die eben erst zurückgebracht. Wer hat dich denn nach deiner Meinung gefragt? Wir haben nur etwas vom Boden aufgelesen. Stimmt doch gar nicht. Aber da du dich so lautstark beschwerst, kannst du sicher beweisen, wem sie gehören, ne? Wie soll ich denn beweisen, wem dieses uralte Zeug gehört? Jedenfalls sind das Schwert und der Schild sehr wichtig für Sakyan und Samaresenta. Du meine Güte. Für einen einfachen Jungen aus dem niederen Volk legst du einen ziemlich frechen Ton an den Tag. Wenn du dich so weit aus dem Fenster lehnst, macht es dir sicher nichts aus, diese Sache in einem Kampf zu klären. Wir sind nämlich so berühmt, dass wir uns für keinen Kampf zu schade sind. Was auch immer das heißen soll. Du hast die Ehre, gegen mich, den mächtigen Schwerthold, kämpfen zu dürfen. Was geht denn hier ab? Okay, 4 Pokémon und Lauchzelot. Na, das passt. Lauchzelot gegen Lauchzelot. Leveltechnisch not bad. Wir wurden nicht geheilt? Was? Oha! Das ist, glaube ich, das erste Mal in diesem Spiel, dass wir vor einem wichtigen Kampf nicht geheilt wurden. Das bin ich nicht gewohnt. Also wirklich nicht. Wow. Naja, wie dem auch sei. Sternsturm? Was ist das denn? What the hell? Was? Was war das für ein Move? Warum kann mein Lauchzelot das nicht? Willst du mich verarschen? Außerdem, war das nicht der Signature-Move von Solgaleo oder bin ich jetzt bescheuert? Nee, bin mir nicht sicher. Aber es war auf jeden Fall ein ziemlich heftiger Angriff. Oh, okay. Und er muss sogar eine Runde aussetzen. Was zum Teufel? Wer sind die beiden Spinner? Wo kommen die auf einmal her? Im ersten Moment dachte ich, das sind Geister. Oder vielleicht die alten Helden. Aber nee. Sie sagten ja, sie sind Nachfahren. Nur eben besonders unsympathische. Die Frage ist nur, warum hat man noch nie was von denen gehört? Sie sagen zwar, sie sind berühmt, aber wir haben sie im gesamten Spiel noch nicht gesehen und keiner hat irgendwas über die gefaselt. Aber fühlt sich da die Queen nicht angegriffen, dass jetzt quasi die Adligen einer Region, die auf Großbritannien basiert, die Bösen sind? Also kommt zumindest so rüber, ne? Da wird es wohl noch eine Nachdiskussion mit den Entwicklern geben. Ne, jetzt machen wir den erstmal fertig und dann finden wir hoffentlich noch ein bisschen mehr heraus. Allein wie die... Wie dem seine Haare sich im Wind wehen. Das muss man sich mal vorstellen, wenn du so eine Frise hättest. Wie unangenehm das einfach wäre. Es wackelt ständig so hin und her. Nee, da würde ich gar nicht drauf klarkommen, Alter. So, ich weiß nicht genau, auf welche Pokémon der sich da spezialisiert hat. Aber er ist definitiv ernst zu nehmen. Wir haben jetzt nur ein bisschen Glück, dass wir mit Hoppel gut auflaufen können. Boah, das waren nur Aufwärmübungen. Tech-Test hat er auch noch. Eieiei. Und das ausgerechnet jetzt, wo Karu down ist. Naja, dann müssen wir es mit Trapfi machen. Eine andere Wahl habe ich da jetzt nicht. Aber wie dumm ist der Typ? Warum setzt er das Tech-Test denn nicht als allererstes ein? Das verstehe ich nun aber nicht. Naja, wie auch immer. Den kriegen wir schon klein.
Wenn auch nicht mit einer Attacke, weil es ja nicht sehr effektiv ist. Käfertyp macht es leider neutral. Aber ist auch ganz egal. Da wir schneller sind als er und ihn hiermit besiegt haben. So. Du Hold. Jetzt rück mal raus mit der Sprache. Was ist falsch mit euch beiden? Alter. Habt ihr das gesehen? Aber ich am Ende vielleicht doch recht mit meiner Theorie. Das sind Geister? Das sah gerade ultra creepy aus. Oh, wie konnte das passieren? Meine Pokémon. Du hast das rostige Schwert wieder an dich genommen. Oh, es scheint, als hätte ich deine Fähigkeiten unterschätzt. Immerhin hast du das Team besiegt, das mich auf meinen Spaziergängen begleitet. Bravo. Wie dem auch sei, dem Lachen nach zu urteilen, hat mein jüngerer Bruder den Sieg errungen. Was? Hopp? Bist du... komplett lost. Tut mir leid, Dom, ich hab verloren. Was war denn los, Junge? Hat dich meine glorreiche Haarpracht so sehr eingeschüchtert oder warst du mit den Gedanken einfach woanders? Ich würde eher sagen, ihr solltet mal zum Friseur gehen. Aber sag mal, lieber Bruder, ist das nicht der Trainer, der Endynalos unter Kontrolle gebracht hat? Oh, jetzt wo du es sagst, ja. Du hast recht. Das muss der kleine Rotzlevel sein, der uns die Chance genommen hat, als Helden im Rampenlicht zu stehen. Meinen Informationen zufolge war er auch Zeuge der Zerstörung der Wandmalerei, die unsere Vorfahren so kunstvoll angefertigt hatten. Solch ein Frevel. Dann hat dieser Bengel also die Zerstörung der Wandmalerei zu verantworten, die unsere Familie seit Generationen verehrte? Meinen Sie die Wandmalerei, die die Statuen von Sakyan und Samasenta verdeckt hat? Domi hat überhaupt nichts damit zu tun, dass sie zerstört wurde. Ziehen wir uns fürs Erste zurück. Nächstes Mal bringen wir stärkere Pokémon mit und dann stampfen wir ihn in Grund und Boden. So machen wir es. In diesem Sinne, ade. Hey, hier geblieben, gib den rostigen Schild zurück. Warte, Hopp. Also wirklich, er kann denen doch nicht einfach Hals über Kopf nachjagen. Du trägst das Ganze wie immer mit Fassung, hm? Seltsam, dass Hopp gegen diesen Schnösel verloren hat. Er wirkte etwas unkonzentriert während des Kampfs. Vielleicht war das ja der Grund. Denk mal, seine Pokémon wurden auch nicht geheilt, wie bei mir. Ja, man ist halt dummerweise selber geschwächt, ne? Immerhin musste er dabei zusehen, wie du als sein Rivale zum Champ geworden bist. Selbst jemandem wie Hopp wird es zu schaffen machen, wenn er das Ziel vor Augen verliert. Aber damit beschäftigen wir uns später. Jetzt müssen wir uns erstmal um diese beiden Clowns, Schwerthold und Schildrich, kümmern und sie auffinden. Und ich habe auch schon eine Idee, wie wir das anstellen könnten. Wollen wir das vielleicht im Labor von Brassberry besprechen? Klar, Mann. Danke. Ich hätte gar nicht fragen müssen, was? Nee, denn Sorgen mache ich mir überhaupt nicht. Gut, dann bis gleich im Pokémon-Labor. Aber schon ziemlich seltsam. Ich mache mir auch ein bisschen Sorgen. Weil so schwach war der Typ jetzt nicht. Und wenn er sagt, er hat noch stärkere Pokémon... Oha. Dann könnte das wirklich noch ziemlich drastisch enden. Bin gespannt, wie es weitergeht. Oh, Professor Sania, Sie haben Besuch. Ah, Tommy, da bist du ja. Und wer ist die Alte? Das ist meine Assistentin. Ich habe mit meiner Forschung jetzt alle Hände voll zu tun, also hilft's mir aus. President Rose hatte eine große Menge an Wunschsternen gesammelt, die sich jetzt alle hier im Labor befinden. Meine Assistentin hilft mir bei der Verwaltung dieser Sammlung, damit ich nicht den Überblick verliere. Sie ist mir eine große Hilfe. Aber ich mache doch nur meine Arbeit. Du bist also Domi der Champ. Es freut mich sehr, dich kennenzulernen. Dann komm mal mit. Ich will dir was zeigen. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt, aber alle Ärzte und Forscher in diesem Spiel, bis auf Sania und die Oma, sehen so dermaßen creepy aus. Erinnerst du dich noch an meinen Energiequellendetektor? Er schlägt aus, wenn er eine hohe Konzentration an Gala-Partikeln erfasst. Also an einem Ort, an dem die Dynamaximierung möglich ist. Nun, du wirst es nicht glauben, aber der Detektor hat aus irgendeinem Grund ausgeschlagen, als diese zwei Clowns aufgetaucht sind. Okay, und was heißt das? Das bedeutet,
Wir müssen nur den ungewöhnlichen Ausschlägen eines Energiequellendetektors folgen, um die Clowns ausfindig zu machen. Mhm. Schwerthold und Schildrich. Oder war es Schwerthold und Schildhold? Ach, ich bringe diese absurden Namen immer durcheinander. Clowns ist kürzer und passt. Stimmt. Aber bleiben wir beim Thema. Ich habe überall in der Gala-Region Energiequellendetektoren verteilt. Also dann? Was geht mit der ab? Social-Media-Sucht kickt rein, oder was? Zeigt, was ihr könnt, Detektoren! Nee, Spaß, die gibt auf jedes Video meines Kanals gerade einen Like. Ehre. Hä? Was? Wo muss ich hin? Hier, Tür fehlt. Was? Was soll ich denn machen? Hä? Also bei Tür fehlt war so ein Ausrufezeichen, aber ich weiß nicht, was ich jetzt auf der Karte hätte machen sollen. Weird. Wow, so einen heftigen Ausschlag hatte ich nicht erwartet. Das Signal kommt aus dem Teufelstadion? An sich ist das nicht ungewöhnlich. Immerhin ist im Stadion die Dynamaximierung möglich. Aber die Messwerte sind außergewöhnlich hoch. Ende Nalos kann nicht die Ursache sein. Schließlich hast du schon längst gefangen. Also hat es vielleicht etwas mit den beiden Clowns zu tun. Dummy, als Gem solltest du dieser Sache auf den Grund gehen. Ich habe deine Karte so modifiziert, dass du direkt sehen kannst, wo die Detektoren ausschlagen. Das vereinfacht die Orientierung. Ah, okay. Alles klar. Dann vielen Dank. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder bei unserer neuen Mission.